Die Kreativtage finden mittlerweile schon zum 6. Mal statt. Ursprünglich war das ja nur als Jubiläumsveranstaltung zum 10-Jährigen gedacht. Und die Kunden haben das so gut angenommen, dass wir das jetzt schon 6-mal wiederholen durften und jedes Jahr uns immer noch ein bisschen verbessern konnten. Jeder Händler kriegt eigentlich vorgestellt die fertige Idee und er muss dafür nicht immer neue Materialien kaufen, sondern wir haben eine Philosophie, dass sämtliche Materialien untereinander kombinierbar sind und dass er die für sämtliche jahreszeitliche Anlässe verwenden kann. Mich hat die Firma Hobbyfahren eingeladen, um mit den Crea-Pop-Produkten und allgemein mit den Hobbyfahren-Produkten einfach mal so ein bisschen den Blick über den Tellerrand zu wagen und mal ganz andere Ideen daraus zu entwickeln, was ja mein Markenzeichen ist. Ja, wir möchten den Kunden einfach gewisse Trends zeigen und um diese Trends an den Endkunden weiter zu vermitteln, genügt es nicht nur das Material einzukaufen, sondern es geht von dem Wissen, wie man diese Materialien verarbeitet, hin zum Dekorieren dieser Trends und entsprechend darstellen im Laden. Da ist auf jeden Fall weniger mehr und da ist es wichtig, dass eben auch aus den Läden mal gewisse ältere Sachen entfernt werden und möglichst für Dekorationen Platz gemacht wird, weil das sichert letztendlich den Erfolg in der Zukunft. Also das Ganze drumherum ist ganz toll hier bei Hobbyfahren. Wir werden aufgenommen wie in einer Familie und es wird sich um uns gekümmert. Es wird alles getan, damit es uns hier gut geht, dass wir viele tolle neue Ideen mit nach Hause nehmen. Dieser Ideenaustausch und die Gespräche untereinander sind einfach super. Wir basteln hier ja sehr viel in den einzelnen Workshops und aus diesen Workshops nimmt man immer etwas für irgendetwas mit. Die Stimmung ist eigentlich ausgelassen und positiv, auch sehr optimistisch. Die Händler kommen in sehr guter Stimmung und viele sagen, dass sie nicht nur einmal hier gewesen sind, sondern dass sie so begeistert sind, dass sie im nächsten Jahr mit Sicherheit wiederkommen werden.